Rentenbescheid erhalten, soll ich per Mail Widerspruch einlegen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe den Rentenbescheid erhalten oder die Ablehnung der beantragten Erwerbsminderungsrente und jetzt kann ich ja gegen diesen Rentenbescheid oder gegen diesen Ablehnungsbescheid Widerspruch einlegen, wenn mir da irgendwas nicht passt. Und jetzt ist die ganz große Frage, soll ich gegen diesen Rentenbescheid oder gegen den Ablehnungsbescheid mit einer ganz normalen Mail Widerspruch einlegen? Kann ich Ihnen nur dringend davon abraten, meine Damen und Herren, dass Sie das tun. Denn im Normalfall ist der Widerspruch mit einer einfachen Mail grundsätzlich zwar kommt er bei dem Empfänger an, das ist gar kein Problem, aber diese Mail wird dem sogenannten Schriftformerfordernis, also dem Erfordernis der Schriftlichkeit, nicht genügen. So hat es nämlich zum wiederholten Male ein Landessozialgericht, diesmal in Niedersachsen-Bremen, geurteilt. Mit der Einlegung des Widerspruchs via normaler Mail werden aus meiner Sicht die Widerspruchsfristen nicht eingehalten. Sie laufen somit Gefahr, dass Ihr Widerspruch nicht innerhalb der Frist von einem Monat bei der Rentenversicherung oder bei einer anderen Behörde eingeht. Der geht zwar ein, aber er ist eben nicht schriftlich gestellt. Und das ist genau das Problem. Grundsätzlich können Sie Entscheidungen der Rentenversicherung, die Ihnen mit einem Bescheid übermittelt werden, entweder schriftlich oder per Niederschrift bei der Deutschen Rentenversicherung innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheides Widerspruch einlegen. Das ist die Regel. So. Und mit der Folge, dass dann dieser Bescheid oder die Ablehnung erstmal rechtlich keine Wirkung, keine nachteilige Wirkung für Sie haben kann, die möglicherweise in dem Bescheid drinsteht. Für den Widerspruch gilt nach geltendem Recht ein ganz strenger Formzwang, nämlich die Schriftform. Richtig ist, dass das Gesetz auch den Widerspruch als E-Mail zulässt, aber nur dann, wenn die Mail ganz besondere Voraussetzungen erfüllt. Es muss in der Mail eine besondere elektronische Signatur hinterlegt sein. Diese Signatur ist de facto Ihre Unterschrift. Und wenn der Empfänger in der Lage ist, diese Mail dann auch tatsächlich zu empfangen und auch diese Unterschrift gegenzuprüfen, dann könnten Sie mit dieser besonderen elektronischen Signatur erfolgreich fristwahrend Widerspruch einlegen. Es gibt natürlich noch die Variante der sogenannten Absender-Authentifizierung. Das ist das, was die Deutsche Rentenversicherung aktuell anbietet, und zwar die sogenannte D-Mail. Wenn also in der Widerspruchsbelehrung zum Beispiel nur allgemein auf die Schriftform des Widerspruchs ohne Zugangsmöglichkeiten via Mail mit der besonderen Signatur hingewiesen wird oder im Falle der Deutschen Rentenversicherung mit D-Mail, müssen Sie den Widerspruch schriftlich einreichen. Wenn aber in der Rechtsmittelbelehrung im Bescheid es keinen Hinweis auf die Möglichkeit der Einlegung des Widerspruchs mit einer Mail durch besondere Signatur oder D-Mail gibt, dann, so sagt es das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen in der Entscheidung vom 4.11.2021, dann verlängert sich die Widerspruchsfrist von einem Monat auf ein Jahr, denn dann ist die Rechtsmittelbelehrung hier unwirksam. Ich kann nur empfehlen, damit es gar nicht erst zu irgendwelchen Problemen mit dem Widerspruch kommt, legen Sie den bitte, wenn Sie Ihren Rentenbescheid bekommen, schriftlich auf ein Blatt Papier ein. Unterschreiben Sie das und schicken Sie das bitte mit eingeschriebenem Brief raus. Oder aber, wenn Sie das gute alte Faxgerät haben, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, faxen Sie den Widerspruch an die Rentenversicherung oder an die entsprechende Behörde raus. Sie bekommen ja dann im Regelfall einen Faxsendenachweis. Mein Tipp: Sie müssen keine Sorge haben, wenn Sie gegen den Rentenbescheid, der Ihnen eine Rente gewährt, Widerspruch einlegen, dass Sie dann auf einmal die Rentenzahlung nicht erhalten. Da müssen Sie sich gar keine Sorgen machen, denn die Rentenleistung ist ja für Sie eine positive Leistung und deshalb wird die Deutsche Rentenversicherung selbst bei eingelegtem Widerspruch gegen Ihren eigenen Rentenbescheid die Rentenleistung erst einmal weiterzahlen, solange bis über das Widerspruchsverfahren entschieden ist. Es kann ja sein, dass Sie Anspruch auf eine höhere Rente haben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.